Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung und willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Und wir sind, ich zeig das mal eben kurz, wir sind nur ein Stückchen weiter. Wir sind gerade von hier, bin ich eben schnell nach hier hin, damit wir dieses Panorama hier bekommen. Weil wir werden jetzt ein wenig rumsammeln wieder mal. Leider. Ich sage extra leider, weil ich finde das auch nicht ganz so geil. Und es liegt... Achso, ich soll das vielleicht markieren. So, dann sehe ich das besser. Ja, und natürlich liegt es hier mitten im Panzerwandererlager. Aber wir schauen mal, dass wir die hier so ein bisschen auseinander modifizieren können. Indem wir die vielleicht überbrücken. So, irgendwo da oben ist das Panorama. Und dafür müssen wir an den Jungs hier vorbei. Und hier gibt es auffällig wenig Versteckmöglichkeiten. Und irgendwie hängen die mir im Allgemeinen ziemlich hart nah beieinander rum. Dass wir fast gar keine Möglichkeit haben, überhaupt irgendwas zu unternehmen gegen die Jungs. Oh, der eine hat mich jetzt gecheckt. Und der zweite auch. Und schon setzt das schlechte Wetter wieder ein. Das ist großartig. Das läuft hier wie Sau. Ich weiß, wir können die Brücken. Rein theoretisch würde ich das auch machen wollen. Ich weiß halt nur nicht, ob es was bringt oder ob wir gleich auch ebenfalls entdeckt werden, wenn die jetzt hier gleich Karamba machen. Mal Schaden anrichten, das klappt auf alle Fälle. Wie du siehst. Zack, der ist ja schon down. Und jetzt greift ihn der andere an. Wäre schön, wenn du auch... Geh da bitte zu dem hin. Ich hol mir noch Frostbeulen. Ihr seid ja richtige Helden. Wird das noch was oder? Ja, nicht so, sagst du? Nee, ich verschwende jetzt mal nichts. Ich lasse die erstmal machen. Ausgeschaltet werden müssen ja eh. Ich könnte eigentlich mal wieder ganz schnell eben den Kriegsbogen ausrüsten. Hier. Zack. Dann können wir nämlich wieder ein bisschen mit Verderbnisfallen um uns schießen. Wäre schön, gehst du da mal hin? Er wird ständig geschockt, er gar nicht. Ich helfe mal ein bisschen nach, ne? Und wer schmeißt hier mit Eis? Oder irgendwer hat hier gerade mit Eis geschmissen. Das war nicht so schlau. Na, wenn er herkommt, könnten wir ihn eventuell mit einem stillen Schlag ausschalten. Ja, yep. Sehr gut. So, da haben wir das nämlich auch erledigt. Sammeln wir schnell das ganze Gezuppel hier ein. Was haben wir jetzt bekommen? Irgendeine Verderbnisspule, eine blaue. Da muss ich mal ganz schnell gucken. Verderbnisspule für einen Kriegsbogenwender, ne?
Ne, da haben wir eine lilane drauf. Wo ist sie denn? Ach so, ach hier, eine blaue. Ja, komm mal, da kann ich mich mit tot schmeißen. Das lass mal. So, jetzt hat er wieder eine andere Quest markiert. Ist aber okay. Wo muss ich denn hin? Irgendwo da. Okay, das Panorama wird irgendwo oben sein. Ist ja meistens so. Da oben, ich sehe es doch schon. Bewegen wir uns da mal flugs hin. Also hier kommt gleich noch wieder irgendwas an und will mich fressen. Ich höre es bereits. Großartig. Wie soll ich denn da jetzt hinkommen? Willst du mich verarschen? Ach, wie wimmelt wieder alles von Geiern, ne? Schrecklich sowas. Ich hasse sowas. Ist echt nicht geil. Der sieht mich. Meine Position ist aufgeflogen. Ja. Da nehme ich mal ganz schnell Reis aus. Okay, die sind echt angepisst gerade. Da habe ich auch noch was übersehen. Gut, dass ich nochmal hergekommen bin. Blöden Mistviecher. Ja, ist doch gut. Bin noch gar nicht mehr da. Greift euch mal gegenseitig an. Okay, der eine ist geschockt. Ich hau mal ihm ab. Hey. Ich sehe ihn gar nicht. Ach, der ist so weit oben, Alter. So, der ist gleich weg. Natürlich. Kalt, hallo, hallo, lauf. Ach Gott, ey, ich hasse diese Mistviecher, ne? Wie die verdammte Pest. Ernsthaft, einen beschissenen Punkt. Bitte macht euch gegenseitig alle. Das war nix. Krieg ich den? Nö. Ja, geht mal wieder gut los. Aber den kriege ich. Wenn ich ihn sehen würde.
Wo kann ich hin? Ich will doch nur das scheiß Panorama haben, ey. Meine Güte, das kann doch nicht so schwer sein. Jetzt eiern diese Kackvögel rum, ey. Geh mir auf den Sack. Was ist das scheiß Vieh, ey? Den hole ich mir zu. So. Ich höre hier Dinge. Ach so, das sind die. So, war hier nicht noch irgendwo was ich übersehen habe? Das da. So, ich weiß, hier liegen jetzt auch noch ein paar Kackvögel rum, aber ganz ehrlich, drauf geschissen. Interessiert mich gerade herzlich wenig. Muss ich noch den da oben alle machen. Ist er hin jetzt? Na endlich. Meine Güte, ey. Geh mir halt auf die Nüsse. Drehlis Mistvieh. Ich will doch nur das scheiß Panorama da oben haben, ey. Ich fange ja an, mich zu nerven, ey. Diese Geier sind auch scheiße. Und Gebiete, wo man nicht in Deckung gehen kann. Beziehungsweise wo man sich halt nicht verkriechen kann. Auch mega scheiße. So, hier sieht es irgendwie so aus, als ob ich hier eventuell irgendwo hochkommen könnte. Da so. Los, Mädchen, hoch da, hopp. Sonst kommst du auch überall hoch. Hier liegt noch ein Scheißvogel. Komme ich da hin? Na. Sieht nicht so aus, deswegen versuche ich es auch gar nicht erst. So, wie komme ich denn da jetzt hoch? Da ist was zum Festhalten, das sehe ich. Aber ansonsten sehe ich hier nichts zum Festhalten. Wie soll ich denn da jetzt hinkommen? Ich schürf mir alles auf. Schnauze. Und hier ist. Die hält sich hier nicht fest. Hier ist nichts. Wie soll ich denn da hochkommen? Hier ist nichts. Warum fehlt hier Textur oder was? Ach, hier. Das sieht ja keiner, Alter, wenn das nicht texturiert ist. Leute, was ist da los? Da fehlt le Textur. Nach oben bitte. Und jetzt? Aha, ich sehe hier gar nichts. Aber macht's doch gerne noch beschiss, ne? Apokaschitzturmtour, Tag 1. Wo könnte man besser beginnen als am Ende? Oder eher, wo das Ende begonnen hat? Ground Zero. Dort, wo alles zerstört wurde. Erst meine Karriere, dann alles andere. Und ich meine wirklich alles. Ja. Ich weiß, in den Logs ist noch mehr drin. Aber die lese ich am Ende nochmal in chronologischer Reihenfolge vor.
So, haben wir das auch. Das wird sich noch ein bisschen ziehen jetzt, befürchte ich, mit den Sachen einsammeln. Was haben wir denn jetzt noch so? Ich will fast erstmal mir Dini holen wollen, aber rein theoretisch können wir auch erstmal alles andere einsammeln auf dem Weg dahin. Ich würde jetzt ja die Folge beenden, aber das Problem ist, es ist erst eine Viertelstunde. Nur ich will jetzt auch nicht schon wieder ein Ladebildschirm hier haben, ist auch irgendwie kacke. Also wir haben ja noch einiges zu tun. Viel einiges, sehr, sehr viel einiges. Eine Brutstätte sehe ich da. Zwei Brutstätten. Ich glaube, das war es dann auch, oder? Also ich sehe noch zwei Brutstätten, ein bisschen was zum Einsammeln, ein paar verdorbene Zonen. Hier ist noch irgendein Dörfli. Aber im Großen und Ganzen, so der wird das Gebiet aufdecken. Der wird das Gebiet aufdecken und der wird das Gebiet aufdecken. Davon haben wir noch drei. Hier gibt es Sägezahntrophäen, okay. Ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, wie wir hier jetzt weiter verfahren sollen. Weil ich würde gerne die Hauptquest weitermachen. Ich würde aber auch gerne erstmal alles andere erledigen. Aus reiner Sicherheit. Und irgendwo gibt es hier doch bestimmt noch ein paar Banditenlager, oder? Ich meine, wird es mit Sicherheit geben. Da musst du einfach mal von ausgehen. Hier war das komische Anwesen. Rein theoretisch könnte ich jetzt auch uns hier hin beamen und dann arbeiten wir uns hier zu dem hin und machen den. Und dann können wir auch hier gleich die Sägezahntrophäen einsammeln. Hier ist wieder Pirscher-Area. Da habe ich richtig Bock drauf. Pirscher gehen mir voll auf den Sack. Hier hinten war auch noch ein Lagerfeuer, was wir noch nicht gefunden haben. Oder zumindest noch nicht gesehen. Da ist noch ein Dorf, hier ist noch was, da ist noch was. Das Problem ist halt, der Weg von hier nach da unten ist arg weit. Stufe 32, na, herzlichen Glückwunsch. Stufe 34, wird immer besser. Da brauchen wir noch gar nicht mehr anfangen. Oder wir machen jetzt erstmal die Hauptquest weiter und beamen uns eben darüber. Dann würde ich jetzt sagen, mache ich hier die Folge zu Ende und dann... Oder nicht? Ach, ich weiß es doch auch nicht. Ach, das ist alles so scheiße. Pass auf, ich gehe jetzt hier in die Richtung. Schnee und Nebel. Schnauze. Weiß wie Knochen. In die Richtung? Fast düsterer Vergleich. Boah, ist zum Glück auch nicht weit weg oder so. Da muss irgendwo eine Metallblume rumeiern. Komm, ich will doch hin. Zu dem ollen Habicht. Hallo? Ich würde den gerne einsammeln. Nein, das Spiel lässt mich nicht, weil der Punkt zum Einsammeln ist irgendwo da oben und da komme ich effektiv nicht ran. Also ja, Dankeschön. Ein Maschinenareal. Graser. Schön. Hallo, rüber da. Los, zack, zack. Kennen wir das schon? Ja. Ah, okay. Das ist der Bruchofen. Wo ich denn hin? Da hinten hin. Alter, das ist voll weit. Da hinten. Guck mal, da ist der Langhals. Und ich will da hin. Oi. Da ist der Langhals. Ich sehe den von hier. Da ist auch noch irgendwo was. Hier. Ist das der? Muss der sein, ne? Da rennt er. Ja, das ist er hier. Guck mal, ich kann da hingucken, aber auf der Karte ist es mega weit weg eigentlich. Das sind auch nochmal 508. Ich würde gerne mehr Schnellreise nutzen. Das Problem ist halt... Ach, immer dieser Ladebildschirm dann. Pass auf, wir machen das ganz einfach. Ich renne jetzt hier runter. Aber eigentlich, Banditenlager müssen wir eigentlich auch noch was haben, weil ich glaube ja, die Geschichte mit Nils ist, glaube ich, noch nicht so ganz abgeschlossen.
So, jetzt sind wir wieder hier. Geht's da eben rüber. Bin gerade echt unentschlossen. Ich würde gerne die Hauptquest weitermachen. Ich weiß leider nicht, wie lange die Hauptquest noch geht. Also wie umfangreich die überhaupt ist. So viel gemacht haben wir jetzt ja auch noch nicht davon. Ist halt immer alles so eine Frage, ne? Ja, ja, habe ich gehört. Entspann dich. So, pass auf. 97 von 100. Wir müssen immer wieder ein bisschen was verkaufen. Puh. Die Frage ist nur, was? Kühlsaft haben wir auch schon wieder en masse hier. Mal alles weg. 1, 2, 3, 4, 5. Das auch. Ciao. Was ist das? Metallgefäß, die brauchen wir, glaube ich. Lohe haben wir auch. Oh ja, haben wir noch ein bisschen was. Das ist gut. Metallblock, Wächterlinse. Ciao. Alter Ring kann auch weg. Alter Kranz kann weg. Fuchs, das behalten wir. Echohülse auch. Lanzenhornlinse kann auch weg. Dann bedauert und dreifach. Schlagscheinglas brauchen wir nur ein Stack von. Leuchtendes Geflecht. Machen wir auch mal ein Stack von. Kriegen wir zwar nicht so viel von, brauchen wir aber glaube ich auch nicht so viel von. Verkauf gegen Metallscherben, Maschinenkern. Tschüss. Altes Metallauge. Ciao. Weg. Und das war's auch schon. Ach ja. Da hat er nichts mehr von. Wie viel Metallschirmen habe ich? Warte. Sehe ich das irgendwo? 5700 schießt mich tot. Da gönne ich mir jetzt mal so eine Modifikationskiste. Und dann wollen wir mal schauen, was wir da so rauskriegen. Inventar, Schatzkisten. Achso, wir können ja die anderen mal aufmachen. Achso, hier genau. Sprengfallen und so ein Scheiß können wir auch mal verkaufen. Hier Sprengfalle, mehrere. Verkaufen wir mal. Ich glaube, 6 Stück haben wir davon, ne? Verkaufe ich mal alle. Feuer können wir auch mal 6 von verkaufen. Und ansonsten, ich glaube, das ist erstmal okay. Ich weiß, ich eier jetzt hier wieder sehr rum. Ich bin aber auch leider immer noch, wie gesagt, unentschlossen, was wir so. Steinpaket. Das mache ich jetzt mal weg. Hier sind auch Steine drin, weg. Metallscherben. Feuerspule. Draht. Okay, so, und bevor ich die jetzt aufmache, verkaufe ich erstmal. Hätte ich nicht machen sollen. Nein, ich will die Verkäufer. Verdammt. Jetzt. Ja, gut, war nicht schlau. Ein paar Mods verkaufen. Und zwar alles, was grün ist. Ciao. Tschüss. Tschüss und tschüss. Tschüss, hallo, tschüss habe ich gesagt. Tschüss. Und dann gleich ein bisschen was Blaues noch. Verkaufen. Weil ganz ehrlich, das grüne Zeug, das brauche ich kein Schwein mehr. Das ist Fakt. Das braucht keine Sau. 43, dann können wir noch mal gucken, davon 28, 25, 24, 23, 22, 23, dann kann der noch weg. Und der, Feuer, 22, 22 und Handhabung, weg und weg. Die bleiben so die Eisdinger. Der weg und der weg. 29, 28... Kann der weg? Verderbnis. Boah, so mega viel.
23, 24, 25 und nochmal 25. Handhabung 30, 37, 40. Machen wir den mal weg und den mal weg. 11 Nahkampfschutz. Ja, komm. Weg. Weg. Und den auch weg. Eis 18, 15. Verderbnis, das lassen wir auch. So, und jetzt machen wir die schöne Kiste auf hier. Was? Nur eine? Oh, Feuer, 40%. Ja, ist okay. So, das weg, das weg, das weg. Und jetzt Feuer mit 40%. Eine Feuerspule. Muss ja Waffe sein. Das heißt dann auf den hier 44, 37. Ja, ist okay. Zack. Dann ist der jetzt voll auf Feuer getrimmt. Ja, ist okay. So. Dann speichere ich jetzt. Zack. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge ganz woanders wieder. Von daher. Und ich überlege mir, was wir machen. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein und bis zur mittleren Ende natürlich und bis zur nächsten Folge. Ich bin der Mechaniker. Sonnenkönig erwartet gar nicht den Mumm, um diesen Verrätern in Sonnenfall ein Ende zu setzen. Und ich bin raus. Tschüss.